Wir haben bloß noch 3 Schuss. Lustig. Und wir haben hier so viele Lampen und wir hängen ein bisschen in der Luft. Und da hinten ist auch noch eine Wache. Ich glaube, ich warte erstmal auf die Wache. Die kommen sicherlich gleich wieder, oder? Denke ich mir. Ich hoffe. Ich werde mal lieber speichern. Ja, wie halt so. Zack. Da kommt sie. Okay. Wie weit kommst denn du jetzt hier hoch? Keiner. Ich bin der Biber Wutzemann. So. Hinlegen, schlafen. Direkt an der Tür, naja. So, ich hoffe, das war die einzige Wache. Ihr seid alle cool, macht keinen Aufstand, dann ist das schick. Alter, hier die ganzen Lampen ausschießen, so viel Munition hat man ja nicht, wa? Steht ein Computer drin? Ist hier keine Wachen? Ja, nun komm. Wir haben eine ewige Zeit. Ich höre auch schon wieder Schritte, ey. Ein Bewaffneter, irgendwo. Ja. Wo kommst du denn jetzt her, Alter? Ja, hätte ich vielleicht das Teleskop benutzen sollen. Aber wir können dem Wachmann auch mal folgen. Vielleicht ist das vielleicht auch besser. Interessant ist, dass der mit einer Knarre im Anschlag hier rumrennt. Was ist denn los? Tut die Schulter weh? Er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Sieht mich immer noch nicht. Ruhe im Schiff. So, die wollen wir mal hier irgendwo anders positionieren. Irgendwo im Dunkeln. Weil hier sind ja ganz schön hell. Vielleicht hier so. So. Jetzt haben wir was auf dem Speicherstick. Givi, ich weiß, dass du bist neu. Was? Mhm. Das kennen wir schon. So. Wichtig ist hier immer alles zu untersuchen, wa? Ja komm, ich benutze den auch nochmal neu. Nochmal den Computer. Hier irgendwelche Schalter ausmachen. Objekt. Nee, Objekt brauchen wir nicht. So. Komm mal raus, wa? So, hier war der Typ drin, ne? Da wird man natürlich nicht nochmal renieren. Was macht er denn da? Oh, war ja. Das war ja mal ein krasser Fail, wa? So, den legen wir hier ab.
Erstmal schön den Computer benutzt hinter dem Typen. Haben wir jetzt irgendwas gekriegt? Ich hab ja nicht aufgepasst. Nee. Frage ist, was wir jetzt gemacht haben. Da habe ich leider nicht aufgepasst. Hier ist noch ein Computer. Eine Notiz aus Speicherstick. Okay. Gucken wir mal. Aha, also es gibt Überwachungskameras in der Leichenhalle. Also hier quasi. Ich höre auch was. Sehe aber noch nichts. Doch, jetzt sehe ich sie. Ich habe 3 Schuss. Ich probiere mal, Moment, erstmal speichern. speichern. Die Frage ist, was soll ich hier eigentlich in der Leichenhalle? Okay. Wir gehen mal dahinter. Okay, hier ist nichts. Wie das mit den Leichen da ist, weiß ich nicht. Ich überlege nämlich gerade, ob das so eine... Kamera ist, die man zerschießen kann. Frage beantwortet. Habe die Agenten Blaustein und Madison. Ruhe den Frieden. Jemand hat die Implantate herausgeschnitten. Was machen wir jetzt? Wenn möglich, den Implantaten folgen. Hier ist eine Sicherheitskamera. Gute Idee. Wir verfolgen die Implantate über die Aufzeichnungen der Kameras. Der Überwachungsraum ist im obersten Geschoss. Aha, na schönen Dank auch. Okay. Also müssen wir ins oberste Geschoss. Ich werde das Ding jetzt hier mal benutzen. Okay, kann man nicht. So, oberste Geschoss, wir kommen. Alarmstufe Rot, hab eine Leiche gefunden. Wer ist da? Niemand. Diesmal geht es darum, unauffällig zu sein. Pass auf den Alarm auf. Was für ein Alarm? Ach, guck mal hier. Da ist jetzt einer weggerannt. Ich hoffe, das sind kein Problem. Und wir müssen unbedingt mal ein Minikit benutzen. So. So, da ist der komische Raum.
Da ist noch ein Medikit. Packen wir mal ein. Hier irgendwelche Notizen. Hier ist noch ein Computer. So. Okay, Speicherstick entnommen. Also hier ist irgendwie bald eine Versammlung. Ist hier noch irgendwas? Hier irgendwelche Schalter, die man drücken muss oder sonst eh. Aha, naja, gut. Hätte man vielleicht vorher machen sollen, ne? Licht an. Wir gucken auch mal hier um die Ecke. Aha, es geht noch höher. Dann ist die Tür wahrscheinlich zu. Nee. Irgendein Haupteingang. Aber wir müssen ja hoch, wir müssen ja hoch, wir müssen ja hoch. Ach, hier ist ja los. Hier ist ja eine dicke Party. Aber stockduster, wa? Schleichen wir uns jetzt da vorbei oder machen wir die jetzt platt? Frage ist gerade beantwortet worden. So. Müssen wir hier. Der zuckt noch. Die Sau. Da hinten zuckt er auch noch. Okay, das hat nichts gebracht. Speicherstick aus Dings entnommen. Mein Gott, mit den Speichersticks war. Und den Portier vom Hotel. Okay, das sind alles mehr so unwichtige Sachen. Ich möchte hier aber nicht wieder was übersehen, außer eben hier 100.000 Türen. Fangen wir mal mit einer an, wa? Ja, Speicherstick ist klar. Na, ist egal, wir haben ja Zeit. Okay, nichts Relevantes. Was ist das hier? Sieht aus wie ein Lagerraum. Was war das für ein Geräusch? Oh, guten Tag. Habe hier einen Notfall. Nee, hast du nicht. Kommen Sie raus und ergeben Sie sich. Ja, weit. Kommen Sie mit erhobenen Händen her. Scheiße. Alter, man muss echt aufpassen in dem Spiel. Außer dem Alarm auslösen ist, glaube ich, auch nicht so cool. Ne, machen wir wieder so. Sicherheitssysteme zeigen Faltaktivität. Habe die Agenten. Blaustein und Matt. Ruhe den Frieden. Jemand hat die Implantate herausgeschlagen. Was machen wir jetzt? Ach. Wer ist das?
Ja, ja. So, jetzt mal ein bisschen mit Kontrolle. Er ist echt nicht so einfach, wa? So. Habe die Agenten Blaustein und Madison. Ruhe den Frieden. Jemand hat die Implantate herausgeschnitten. Was machen wir jetzt? Wenn möglich, den Implantaten folgen. Hier ist eine Sicherheitskamera. Gute Idee. Wir verfolgen die Implantate über die Aufzeichnungen der Kameras. Der Überwachungsraum ist im obersten Geschoss. So, ein bisschen wissen wir ja jetzt. Tja, das ist echt nicht von schlechten Eltern, wa? So. Melde einen Toten. Wer ist da? Diesmal geht es darum, unauffällig zu sein. Pass auf den Alarm auf. Um Himmels Willen! Schuppidu. Naja. So, dann schalten wir die beiden Typen wieder aus. Zing. Und den Kollegen hier. Den werden wir mal lieber woanders hinpacken hier. Nicht, dass der Typ, wenn der da rauskommt, den gleich sieht. So, Computer. So, in dem Raum waren wir ja gewesen. Gehen trotzdem noch mal rein. Aber echt Munition, wa? Das ist echt ein Problem. So, jetzt überlege, ob ich die Tür auslasse und hier zu der hier. Aber ich kann natürlich auch erstmal was ganz anderes machen. Ich kann auch erstmal hier so und so. Da sieht man seine Füße. Hm. Die Frage ist halt, das ist stockduster hier, der kann mich ja nicht sehen. Ich denke mal, ich war einfach zu laut. Zapp! So. War Tasche? Okay, den Stick kennen wir noch nicht. An unser Pferd? Mhm. Gute Arbeit, Fischer. Wir scannen jetzt die Videobänder. Das ist unser Mann. Haben ihn auf frischer Tat erwischt. Kannst du sein Gesicht durch Echelon jagen? Schon geschehen. Hey, seht mal, ein Nummernschild. 84 KP 214. Fantastisch, Fischer. Wir haben, was wir wollten. Treff dich mit Wikes, deine Arbeit ist getan. Wir melden uns später bei dir, wenn das Material gesichtet ist. Bitte was soll ich machen? Ich soll mich mit Wikes treffen? Wo treffe ich denn den? Oh.
Wen haben wir denn hier? Aha. Da müssen wir mal gucken. So, voll weg, aber abspeichern. Ja, wenn ich den ganzen Kram hier noch mal neu machen muss. Okay. Das war auf jeden Fall nicht Wilkes oder wie er heißt. Toll. Im letzten Raum gibt es ja Munition. Wollt ihr mich verarschen? Die Frage ist, wo muss ich denn jetzt hin? So, wir hatten jetzt den Raum. Wir haben eigentlich alle Räume gehabt. Muss ich jetzt wieder komplett zurück? Ich muss wahrscheinlich hier aus dem Hauptausgang. Muss ich wahrscheinlich raus. Jo. Ist das unser Mann? Sind Wegstationen des steten Aufstiegs der Wirtschaft Georgiens. Das Land, das früher eine zentrale Rolle in der Rüstungsindustrie der UdSSR spielte, ist wieder in den Reihen der großen Rüstungsexporteure vertreten. Verträge mit Russland, der Türkei, Deutschland und sogar hat den Bedarf für eine in dieser Zeit besonders wichtige, sichere Ölversorgung im Mittleren Osten hervorgehoben. Wirtschaftsministerin Moore sprach heute von den unglaublichen Ölvorkommen Aserbaidschans und rief amerikanische Investoren auf, Geld für die Erschließung dieser Vorkommen bereitzustellen. In vielen Aspekten ist er ein Produkt einer vergangenen Ära. Seine Ideale sind konservativ und seine politischen Überzeugungen stammen weitgehend aus dem frühen 20. Jahrhundert. Und das disqualifiziert ihn als Politiker? Nein, nein, im Gegenteil. Nicolazze ist ein guter Politiker. Er hat für die Industrie Wunder vollbracht. Er ist ein brillanter Taktiker. Es ist mehr eine Frage der Ethik. Und ethisch gesehen? Nun. Ja, liebe Freunde, willkommen zurück zur Let's Play Splinter Cell. Okay, dann wollen wir mal, wa? Gucken wir uns hier erstmal ein bisschen um. Aha. Hier ist ein Balkon. Wird mal hier rüber. Und wir sind super sichtbar, aber. Aha. So. Passiert mir, wenn ich da runterspringe. Big tot, Logik. Da
Das war einer zu viel. Mission ist. Ja, okay, so schnell kann es hier zu Ende sein, wa? Müssen wir uns mal ein bisschen genauer umgucken. Ich denke mal, das geht hier runter, aber... Sicher bin ich da auch nicht. Sollen wir mal gucken, ob wir an dem Rohr...